Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und wir befinden uns jetzt in dieser Folge auf dem kleinen Hardcore-Surfer, wo es ja relativ schwierig werden wird zu überleben, zumindest mal theoretisch. In der letzten Folge habe ich ja bei den Surfer-Infos hier schon ein bisschen was demonstriert. Zum Beispiel, was ein Bambi ist und warum. Dabei habe ich ja meine Axt verdummbeutelt. Und das ist natürlich nicht so gut gewesen. Jetzt hängen die da oben in der Tanne. Also dieser Surfer hier, der ist halt eigentlich so für die Profis unter den Scum-Spielern gemacht. Dass man halt, sagt man, noch Ausweichmöglichkeiten hat, wenn der große Surfer einen zu leicht werden sollte oder zu langweilig oder wie auch immer. Dass man sich dann hier noch ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Und ein paar Herausforderungen da noch hat im Hardcore-Bereich. Also hier ist der Loot auf 0,7 eingestellt. Normal ist 1. Ja, auf dem großen Surfer haben wir da 3. Also infolgedessen. Ah, erster Zombie. Und jetzt gib ihm. Juhu, ich bin da. Oh. Steht denn da auf dem Schild? Rudnik. Uglinger. Krapan. Okay. Schauen wir doch einmal. Hochsitz. Hochsitze sind immer sehr interessant. Da kann man schon mal was finden, wenn man Glück hat. Er jammert schon, dass er Hunger hat. Verschnaufen. Jetzt sehe ich schon den Schornstein. War da nicht hier irgendwo? Da war doch. Da war doch ein Hochsitz. Bescheuert? Habe ich einen Knick in der Optik? Was soll's? Geh mal halt woanders hin. Gleich mal hier die Waffe nehmen. Ah, Küche, jawohl.
Oh. Das ist natürlich nice. Okay. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir das mal raus. Dann haben wir schon mal ein Näset. Näset ganz wichtig. Damit kann man sich viele Sachen bauen. Also ihr seht schon, nicht überall ist Loot da, ne? Also da geht es schon ein bisschen zur Sache. Okay. Lege ich mal raus. Können wir vielleicht noch brauchen. Das wäre jetzt was gewesen, ja, wenn wir hier jetzt ein Auto gehabt hätten. Nein. Federn. Okay. Braucht man vielleicht später. Also hier müsste echt auf dem Server alles durchsuchen. Sonst habt ihr ein echtes Problem, dass euch vielleicht irgendwo was durch die Lappen geht. Geblöge geht schon los. Habe ich doch gewusst. Habe es doch wieder gewusst, ne? Aber der Zombie war gar nicht mal so schlecht. Den zerteilen wir gleich. Natürlich auch hier Punkte in Aufmerksamkeit. Und überleben. Ne? So. So, dann haben wir das. Dann können wir doch gleich schon mit der Haut und dem Nähset. Ne? Deswegen habe ich das gleich gemacht. Ein Quiver bauen. Das sind halt schon mal 6 Lots, ne? Zack. Also, da hat man schon mal ein bisschen was. So. Da ist der nächste warme Bruder. Aha. Die Drähte sind auch neu. Okay. Setzen wir uns das mal auf.
bisschen Wasser trinken. Also ihr müsst echt auf eure Nährwerte schauen, wenn ihr auf dem Surfer einsteigt, dass ihr möglichst schnell da zur Rande kommt. Also bis zu 5 Schlücke Wasser könnt ihr schon nehmen. Schloss können wir mal mitnehmen. Werden wir auch irgendwann brauchen. Oh, können wir mal mitnehmen. Das Papier brauchen wir noch nicht. Also Papier braucht ihr dann, wenn ihr zum Beispiel Schrotmunition machen wollt. Ja, jetzt schrei doch nicht so. Du haust mich. Haut er mich einfach. Und die Versorgung. Also hier auf dem Hardcore-Server müsst ihr echt gucken, dass er dann schnellstmöglich Sachen baut, dass er überhaupt Slotplätze habt. Ansonsten wird's echt eng. Ja. Also Nägel und sowas sind auch wichtig, Bolzen auch. Kommen, da hast du mal ran. Na, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Jetzt sind wir bei der Mine. Aber wo ist denn der Rest vom Zombie hin? Das ist ja. Das Spiel einfach wieder die Zombie-Haut geklaut. Wo ist der Zombie? Da ist der Zombie. Herr Zombie, ich brauche Ihre Haut. Das wollen Sie nicht.
raus. Dann rein. Was braucht man denn? Handwerk. Zwei Häute, Metallhammer. Viermal Schrauben, das können wir wohl noch hinkriegen. Oh, Essen. Ist zwar keine Schraube, aber kann man essen. Weil Essen ist immer gut. Mitnehmen. Brauchen wir noch einen Rucksack, ne? So, Wasser. Ja, wird langsam. Also ich habe ja noch nicht viel Platz, also lege ich das alles einmal raus, in der Hoffnung, dass ich es dann später noch einsammeln kann. Und so ganz nebenbei, denkt immer an die Restart-Zeiten. Oh, bei den Surfern. Ja, die sind immer alle 6 Stunden, beginnend von 0 Uhr, also 0, 6, 12, 18 und dann wieder 0 Uhr oder 24 Uhr. Dass ihr euch da dann einen sicheren Unterschlupf sucht. Ja, dass ihr dann spawnt und um euch rum ist eine ganze Zombie-Horde. Was mir dann auch schon hin und wieder passiert ist. Schon zwei. Da unten sind bestimmt auch noch zwei. Oh, Käse. Käse ist gut. Kriegt man auch Eiweiß. Das in Lumpen zerteilen. Machen wir uns nämlich mal einen Rucksack.
Wo ist mein Rucksack? Oh. Natürlich. Natürlich. Seil fehlt wieder. Stoffwechsel. Brauche ich das noch? Was ist damit? Ah, Zombiehaut. Viermal kleine Stücke. Ah, zweimal. Könnte man doch theoretisch. So. Haben wir gleich einen größeren Rucksack. Und 4, 5, da braucht man noch ein bisschen was. So, aber ihr seht, was das hier für ein Gewusel ist, um überhaupt da mal irgendwie zur Rande zu kommen. Also da geht's schon richtig zur Sache. So, noch einmal Seil. Dann sollte es doch klappen. Verdammt, Juppie. Da haben wir nämlich schon einen größeren, weil der kleine, der macht nur 9 Slots. Und der größere ist da natürlich schon einiges besser. Hä? Och Leute, wollt ihr mich jetzt hier verschaukeln? So. Echt jetzt? 3? Pff. Ja gut. Dann legen wir das auch einmal hier hin. Und nochmal Stöcki holen. Mir doch echt nur Nerven. Kann man echt so gar nicht mehr anders vorstellen. Bis ich meinen Rucksack krieg, gehe ich ja in Rente hier. Noch ein kleines Stückle zerteilen, weil es so schön ist. So, aber jetzt darf ich. Jetzt darf ich, ja. So, so, so. Dann haben wir hier den nächstgrößeren. Könnte man den eigentlich bauen? Das schon. Zombie.
kann ich nichts größer anbauen. Da hat doch alle geblökt. Zombie. Zombie. Da ist einer drin. Zombie. Mann. Sonst sind immer die Zombies überall. Aber wenn man mal einen Zombie braucht, ja, dann ist keiner da. Hier muss irgendwo ein Zombie sein. Den haben wir schon zerhackstückelt. Da ist auch keiner drin. Ein Plöken hören. Was sucht der da oben? Nicht hin. Schade. Dann bleib halt da oben. Das ist doch was Feines. Haben wir zumindest eine Hose. Käse. Aber ihr seht, es ist nicht so einfach hier an was ranzukommen. Selbst ein Zombie sind hier anscheinend rar.
das hier unten hinsetzen. Machen wir uns den kleineren. Keine Lust hier ewig rumzueiern. Ah ja, da unten war's. So. Gib ihm. Aha, schon mehr. Vier. Zwei, drei, vier. Also statt 3x3 haben wir da 4x4. Was natürlich schon nice ist. Mal mit. Und der andere hat dann 5x5 Slots. Blöder Zombie. Ja, komm her. Auf. Speedy. Da hab ich schon Glück, dass ich die Hose überhaupt kriege. Ja? Heißt, es müsste theoretisch, ja, einen Revolverhalfter gehen. So, den mal anziehen. Und dann auch gleich die Hose reparieren.
auch mal noch eine Knochennadel. Es gibt ja auch Punkte, ne? Darf man nicht vergessen. Überleben. Ja, 250 Punkte für Überleben, ne? Also. Und so ist dann, ja. Ja, und... Boah, das gibt's ja wohl nicht. Haut der mir einfach eins aufs Glatz. Mit dem Schock brauche ich erstmal seine Haut. So, die Haut. Dann müssen wir unsere Wunden versorgen, sonst sterben wir hier gleich instant weg. Also sollte im Spiel euch mal der Bildschirm schwarz-weiß werden, wird es höchste Zeit, dass ihr eure Wunden behandelt. Hier war bestimmt ein Single zu Hause. Der hat nichts im Kühlschrank. Geht es schon mal richtig zur Sache.
müssen da hoch. Aber das Spiel ist schon knauserig auf der Einstellung. Aber da kommt das Survival richtig zur Geltung. Gut, hätte ich doch mal sagen. Mal das in Lumpen zerteilen. Dann bauen wir uns noch eine Wasserflasche. So kann man sich nämlich auch ein Seil bauen, durch diese kleinen Rackstripes. Braucht aber 5 Stück. Könnt ihr euch dieses Seil hier bauen. So. Dann können wir mal loslegen. Haben wir es denn die Flasche? Da. Die macht aber erst Sinn zu bauen, wenn man auch einen Rucksack oder einen Kleber hat. Also wenn er was baut, was so lang dauert, empfiehlt es sich immer irgendwie in einem Haus zu bleiben. Dass ihr da einigermaßen sicher seid. Und ihr seht, also es ist 0, aber wenn die voll ist, habt ihr 1,5 Kilo. Und das reicht natürlich nicht, um in die Hosentasche gesteckt zu werden. So, dann haben wir das, Können wir noch irgendwas Schlaues bauen? Nicht wirklich, nicht wirklich. Das können wir noch bauen. Ja, ein Kunai können wir auch bauen. Dann haben wir auch schon ein Messer. Können wir mal sagen. Fangen wir mal an. Das. Das kommt dahin. Das Kunai dumm in die Hose. Dahin. So. Kann man noch einmal ein Seil? Okay.
Was können wir essen? Sich nicht wirklich. Brauchen wir 4, 4, 6. Boah. Könnte man es aber auch schon bald irgendwann bauen. Geht schon was. Schauen wir mal da noch rein. Oder nicht? Und dann gehen wir schon abwärts. Also ihr seht schon, da geht schon ein bisschen was. So einen komischen Busch. Da haben wir ja genug davon. Ich schmeiß mal raus, das schmeiß mal rein, dann hauen wir das da rein. Haben wir schon eine Schrotflinte? Jetzt haben wir schon eine Schrotflinte. Seite. Und da ist es schon ganz gut. Und dann noch ein Dickerchen. Ja, werden sich eingesperrt. Komm raus. Der hat aber was braucht, ey. Aber ihr seht, im Endeffekt
Wir haben jetzt alles, was wir haben, eigentlich ziemlich selber gebaut. Bis auf die Hose. Die habe ich gefunden. Ui. Jetzt haben wir schon 4, 5. Könnten wir theoretisch uns schon ein rostiges Schloss bauen? Warum auch nicht? Haben wir wieder mehr Platz. Reinzuschauen. So, jetzt füllen wir mal die Flasche auf, dass wir auch ein wenig Wasser dabei haben. Stoffwechsel, okay. Also Wasser könnt ihr nie genug haben, weil wenn ihr schwer tragt, verbraucht ihr sehr viel Wasser, auch hier oben im Norden. Man eigentlich gut dabei sein. Ui, das nehmen wir mal mit. Oh, Schießpulver fehlt uns und Blei. Finden wir vielleicht da unten. Eine Schuppe. Ah, doch da unten. Da ist er. Ich würde mal sagen, wir nehmen doch das hier zur Vorfreude und beenden unsere Folge für heute. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei, wenn ich hier die Minen ein bisschen unsicher mache und hoffentlich auch mal was Gescheites finde, nicht nur immer alles bauen muss. Bis dorthin, bleibt gesund. Vergesst das Abo und die Glocke nicht, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn eben ich ein neues Video online stelle. Es wird bestimmt interessant werden. Also dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.